So, wir kommen zur nächsten Starterin. Sie kommt aus meiner Nachbarstadt Dortmund und hat es dementsprechend in ihrem Alltag ästhetisch noch ein wenig schwieriger als ich, kann man sagen. Aber diese Stadt hat auch irgendwie Charme. Irgendwo bestimmt. Findet man raus. Ich habe in dieser Stadt auch ein Jahr gewohnt in Dortmund. Cooler Fußballverein, muss man sagen. Und ich begrüße auch Sie auf dieser Bühne und ihr rastet völlig aus. Aus Dortmund, Eva Lisa Finzi! Dankeschön. Ich möchte mich ganz gerne direkt anschließen an das, was gerade eben gesagt wurde. Ich habe vorhin auch gehört, es sind Menschen hier im Publikum, die selber literarische Ambitionen haben. Das unterstütze ich ganz intensiv. Ich habe auch lange Lust gehabt, Poetry Slam zu machen, aber habe mich nie so richtig getraut. Zum Glück gibt es viele Leute, die sich engagieren und Workshops anbieten. Ich weiß jetzt in Düsseldorf nicht so direkt, wo der nächste ist, aber das kann man sicherlich rausfinden. Und bei so einem Workshop ist der erste Text überhaupt entstanden, den ich geschrieben habe und dann auch vorgetragen habe bei einem Poetry Slam. Den habe ich für heute wieder reaktiviert, weil er zufälligerweise zum Thema passt. Bei dem Workshop haben wir als allererstes eine Aufgabe bekommen, mit der ich nicht so richtig gerechnet hatte, ehrlich gesagt. Der Workshopleiter sagte, so, die erste Aufgabe ist, ihr sollt was schreiben. Und zwar hatten wir 10 Minuten Zeit, nur 10 Minuten, wir sollten uns nicht vorher groß Gedanken machen. Er hat uns einen halben Satz vorgegeben und wir sollten einfach drauf losschreiben. Dieser halbe Satz lautete, ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht, was ihre letzten Worte waren. Worte hatte sie immer viele, es gab auch immer viel zu erzählen, aber gerade die letzten habe ich vergessen oder verpasst, denn wir wussten ja auch nicht, was die letzten Worte sein würden. Früher war sie um Worte selten verlegen. Je besser es ihr ging, desto mehr sprudelte aus ihr heraus. Und leider hat mich das meiste nicht gerade brennend interessiert. Das war Tratsch über ihre Freundinnen oder Klatsch aus der Kirche. Und das Schlimmste daran, die Geschichten wurden auch noch dauernd wiederholt. Das weiß ich schon, das hast du gestern schon erzählt, so brüllten wir dazwischen, aber sie reagierte nur mit, ach ja, und erzählte trotzdem weiter, die gleiche langweilige Geschichte nochmal. Die wirklich interessanten Dinge erfuhr man nur durch Nachfragen. Wie hast du Papa damals eigentlich kennengelernt? Warum hast du gerade ihn im Tanzkurs angesprochen? Aber seien wir ehrlich, viel gefragt haben wir nie. Wir Kinder lebten in unserer eigenen Welt und schrieben unsere eigenen Geschichten. Je schlechter es meiner Mutter geht, desto stiller wird sie. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass sie ab dem Aufenthalt auf der Palliativstation meistens schweigt. Am Anfang war der Umzug hierher ein Schock. Wie kam das so schnell? Was passiert jetzt? Die Palliativstation ist wie eine vollkommen andere Welt. Ich war vorher noch nie auf einer. Von meiner privatversicherten Großmutter kenne ich bereits die Deluxe-Station, aber da ging es eher darum, dass die Bettwäsche aus Seide war und die Gläser lange Stiele hatten, was, wie man sich denken kann, beides eher problematisch ist für eine 88-Jährige mit Darmproblemen. Auf der Palliativstation steht die Zeit still. Es ist eine Oase der Ruhe innerhalb der hektischen Betriebsamkeit des Klinikums. Die Schwestern haben immer Zeit, als wären sie gerade in der Pause. Sie lehnen sich schon mal an die Wand im Krankenzimmer und quatschen, wenn die Patienten es brauchen. Es gibt ein Wohnzimmer, in dem Kekse und Getränke stehen, bequeme Polstersessel und ein Klavier, denn zweimal pro Woche kommt eine Frau in Birkenstock-Sandalen und macht Musik. Die Töne dringen dann bis in alle Krankenzimmer, aber leider spielt die Frau immer so traurige Sachen wie Time to say goodbye. In der letzten Woche haben wir ihr eine Liste mit Musikwünschen geschrieben. Die Sandalenfrau ist ganz begeistert und am Ende musizieren wir zusammen. Und in allen Türen der Station stehen Angehörige, die sonst nur still an Betten sitzen und lauschen oder steigen mit ein. Es gibt auch einen bunt bepflanzten Balkon, der die einzigen 8 Quadratmeter im Klinikum beherbergt, innerhalb derer man rauchen darf. Die Türen sind extra groß, damit auch bettlägerige Patienten in den Genuss der Juliluft kommen können. Die letzten Blicke in den quadratischen Himmel wirft meine Mutter hier, im Bett liegend, frierend und still bei 25 Grad. In der Küche auf der Station kann man kochen, wenn man möchte. Im Kühlschrank für die Patienten stehen Bier, Wein und Sekt, warum auch nicht. Meiner Mutter ist das aber herzlich egal. Sie hat seit 2 Tagen keinen Appetit mehr und sie weiß auch nicht, was sie gerne essen würde. Aber mein Bruder beschließt, es mit einem Omelette zu versuchen. Er werkelt in der Küche und der Duft von gebratenen Eiern zieht über die ganze Station. Meine Mutter lächelt, aber sie isst nichts.
Dafür stecken zwei Schwestern die Köpfe herein. Was riecht denn hier so gut? Und wir teilen uns das Omelett. Vor kurzem hat meine Mutter doch noch leise und zögernd über die interessanten Sachen gesprochen. Ich habe erfahren, warum ich einen Doppelnamen trage. Und sie hat mir auch das dunkle Geheimnis verraten, warum es aus meinem ersten Lebensjahr überhaupt keine Fotos gibt. Das kann ich aber nicht weitererzählen. Ich erinnere mich also nicht an ihre letzten Worte. Aber ich erinnere mich noch gut, wie ich an ihrem Bett sitze und ihre Hand halte. Sie schläft die meiste Zeit und ich bin gar nicht sicher, ob sie weiß, dass ich da bin. Ich erzähle und singe, ich schweige und weine. Ihr Kopf wirkt plötzlich viel zu groß für ihren ausgemergelten Körper. Die Tür geht auf, mein Vater kommt herein. Plötzlich bewegt sich etwas in ihrem Gesicht. Sie lächelt. Meine Mutter, die nicht mehr spricht, nichts mehr isst und nicht mehr trinkt, lächelt ihr innigstes Lächeln. Als der Mann zur Tür hereinkommt, der sich seit der Diagnose vor 2 Jahren geweigert hat, sich zu rasieren und mittlerweile mit seinem zum Zopf geflochtenen Bart aussieht wie ein peinlicher alter Rocker im Anzug. 2 Tage später schon wird er sich den Bart abschneiden und an den Spiegel im Badezimmer kleben, zu Hause auf Augenhöhe für die Selfies. Und darum bin ich nicht böse, dass ich ihre letzten Worte vergessen habe, denn an dieses Lächeln werde ich mich immer erinnern. Ich wünschte nur, ich hätte noch rechtzeitig eine Frage stellen können. Wie schafft man es, einander so lange und so innig zu lieben, wie ihr euch? Vielen Dank.